Hallo und herzlich willkommen. Ich mache noch eine Runde mit unserem Anfängermagier. Hat ja schon sich recht gut bewährt in den zwei Testspielen und ja, ich probiere noch mal eine Runde. Vielleicht finden wir noch ein paar Schwächen gerade in dem Deck. Vielleicht fällt euch ja auch entsprechend was auf. Aber wir bekommen jetzt erstmal einen Jäger mal wieder. Rexha. Das ist nicht so keine Hundekacke. Unsere Starthand ist komplett Schrott und der können wir gar nicht anfangen. Ja, und bekommen jetzt wenigstens halbwegs was Nettes. Ein Zauber wäre vielleicht auch noch schön gewesen, da mit dabei. Und Mime kann sich ja nicht alles wünschen. So. Unser Mager Manawurmling. Wäre jetzt natürlich schön, wenn wir noch irgendeinen schönen Zauber mit dabei gewesen, mitgehabt hätten. Das wird ja wahrscheinlich ein Grusilisk, oder? Nee, spielt ein Pferdenwesen. Ich halte diese Karte immer noch für überbewertet. Weil sie halt eben zwei Karten gleich zerstört. Ich setze auch hier 22. 26, das macht halt ein unheimliches Ungleichgewicht rein. In das Ganze. Das Licht beschützt mich. Und wir spielen unsere zweite Karte. So, Kroki, oder? Er überlegt noch. Ich meine, mit zwei Mana bleiben ihm natürlich unheimlich viele Entscheidungen, was er machen könnte. Nein, er spielt ungewöhnlicherweise einen Drachenfalken, was irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil er eigentlich wissen müsste, dass ich den mit einem Schuss hiervon wegmache. Und ja, ich kämpfe. Wieder mal direkt auf ihn losgeht. Also, die Karte war gerade eben echt verschenkt. So, er spielt ein Geheimnis. Könnte ein Dreierangriff sein. Ich deswegen kämpfe. Checken wir erstmal aus, was es ist. Aha, ein Vierer-Schaden auf unseren Gegner. Macht ihm eigentlich recht wenig aus, weil er hat ja noch genügend Leben drauf. Deswegen spielen wir unser Feuerelementar, da kommt's schon. Das ist das Scharfschießen. Aber wir haben immer noch genügend Schaden bei uns drauf liegen. So. Ihm fällt irgendwie im Moment gerade. 3 ist so unsere Maximal, was wir uns auch gesagt haben. Ah, jetzt ist uns. Ein absolut ungewöhnlicher Zug. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er haut unser Wasserelementar weg. Aber so kann man sich, so kann man sich halt irren. Wir können ihn buffen. Er hat eh nichts Großartiges, deswegen spielen wir einen Drachen. Und kriegen noch einen Yeti. Und weitere wunderschöne 4 Schaden direkt ins Gesicht. Ich glaube, nächste Runde wird Zeit für den Yeti, oder? Bitte kein Schwein, er kriegt ein Schwein. Gut, das war zu erwarten. Gut, jetzt die Frage, was hat er? Der Yeti würde es aushalten. Wir gehen zuerst mal auf ihn drauf, um ihm zumindest mal die 3 Schaden zu geben. Ja. Damit haben wir schon gerechnet. Aber wieso hat's mir mein Mana-Wurm? Ach, der hatte ja 3. Okay. Gut, dann werden wir jetzt wohl unseren Yeti spielen. Mit
den 2 Schaden ins Gesicht. Und nochmal eins direkt. So. Von ihm kommt irgendwie überhaupt nichts. Ich glaube, der wartet auf den Undeased Hounds. Was jetzt natürlich möglich wäre, weil wir sind in Runde 6. So, Mammut, damit könnt ihr nochmal einen Wurm wegnehmen. Macht er auch. Gut. Wir können nur mit 3 Schaden machen. Mit 1 Schaden. Dann spielen wir unseren nächsten Mana-Wurm-Ding. Und gehen mit 4 Schaden direkt ins Gesicht. Das Licht beschützt mich. Wir können auch noch die spielen. Ist natürlich jetzt in der Phase ein bisschen blöd von mir, weil es wenig Schaden macht. Okay, er will den weghaben. Dafür ein Polymorph zum Verschwenden wäre blöd. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Karten. Einmal so, einmal so. Und wir spielen noch unser. Ja, jetzt. Wir behalten eine langsame Spielweise. Er hat 4 Karten. Wir haben von der Lebensanzahl her haben wir keinen besonders guten Standpunkt gegen einen Lass die Hunde los. Das sieht trotzdem noch okay aus. Irgendeine große Karte würde ich jetzt von ihm gern haben, damit wir die einfach uns kopieren können. Okay. Er hat sogar noch Dusel. Ich lass die Hunde los. Wir spielen einen Hundemeister. Und wir sind in Runde 9. Das heißt, der Hundemeister kommt weg. Und wir gehen so auf ihn vor. Ich brauche meine großen Karten. Also diese Konstellation von Deck hat meistens keine Tankkarten drin, weil der halt komplett auf Aggro gehen. Scheint auch so bei ihm irgendwie zu sein. Er liefert uns keine direkte Angriffsfläche, mit der wir hier irgendwas schön machen könnten. Lass uns mal so. Ich kämpfe. Ich muss mal gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes Großes drin haben. Ach, wir haben unsere ganzen Ogre der Felsenfäuste. Okay, das ist natürlich der Moment, auf den wir gewartet haben. Weil wir damit natürlich ihn richtig ärgern können. So. Der Schuss. Genau. Der ging wirklich daneben. Ah, ich hätte sogar schon beenden können. Schrott. So sieht's aus, wenn man nicht mitzählt. Aber. Ja, ist ja noch nichts verloren. Er ist in Reichweite. Und wir beenden das Ganze. Der Schuss. So. Ja. Der gute Darvish hat uns eine schöne Vorlage gegeben, wir konnten aufsteigen. Und ich hoffe, das Deck hat euch soweit was gebracht. Ihr könnt das gerne kopieren, findet ihr an der linken Seite. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, abonniert oder schreibt eure Kommentare, wenn ihr entsprechende Verbesserungsvorschläge habt. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.